Manöverkritik bezüglich Oga-Observation. Peinlich, wie sich die hauptsächlich ostdeutsche Drachengame-Bubble verhalten hat. Durch die extrem auffällige und öffentliche Zurschaustellung der Observation wurden Drachengame-Idioten wie die Motten vom Licht angezogen, was ja auch wunderbar geklappt hat. Das Ergebnis ist bekannt. So zeigt sich der ostdeutsche Drohnenpilot beispielsweise in voller Pracht. Man weiß nun, dass er Besitzer eines gelben Kleintransporters oder Wohnmobils ist und Autisten Drachengame-Profis werden wahrscheinlich schon herausbekommen haben, um was für eine Automarke es sich handelt. Vermutlich ein Volkswagen-Transporter oder sowas. Außerdem meint der Hobby-Drohnen-Profi, dass er sich mit seiner Drohnenobservation im gesetzlichen Rahmen bewegt, was freilich absolut falsch ist. Denn hier wird die Drohne eindeutig dafür eingesetzt, um eine Person zu beobachten, was selbstverständlich nicht erlaubt ist. Aber dies muss ihm wohl von einem Richter nochmals genauer erklärt werden, denn solche Aufnahmen verletzen ganz klar die Persönlichkeitsrechte. Wie dämlich muss man sein, sich auch noch mit Sprache und Ganzkörpervideo inklusive bärtigem Gesicht bei solchen Aktionen abbilden zu lassen, nur um kurzfristig Fame von Drachengame-Idioten zu bekommen? Aber egal, es gibt noch mehr auszusetzen. Freilich ist es absolut falsch, davon auszugehen, dass der Oga nicht über den Innenhof hätte flüchten können, nur weil es im Innenhof Zäune mit verschlossenen Toren gibt. Schon mal davon gehört, dass verschlossene Tore auch geöffnet werden können? Soweit mir in Erinnerung ist, nennt man das Werkzeug zum Öffnen von Toren Schlüssel. Hausmeister besitzen meistens extrem viele Schlüssel, die bei sowas dann zum Einsatz kommen könnten, wenn man dem Hausmeister die Notsituation erklärt, in welcher man sich befindet. Aber auch egal. Dann wird auch noch groß und breit mit einer Pressemulle angebandelt und fleißig Stoff für die nächste negative Berichterstattung über die Drachengame-Bubble abgeliefert. Aber egal. Früher war ich mal der Meinung, dass man aus Fehlern vielleicht lernen könnte, aber da oblag ich wohl einem Irrtum. Das ewige Distanzierungsgeschwurbel aus dem Hause Ofenkäse von diesem Janek ging fürchterlich auf die Nerven. Selbstgerechtes, redundantes Geschwafel, um die eigenen Fehler bei dieser Observation zu übertünchen. Janek und Co. haben selbst dafür gesorgt, dass das passiert ist, was letztendlich passierte, und zum Schluss mal wieder Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei vor Ort waren. Solche Aktionen macht man mit einer kleinen Gruppe so unauffällig wie möglich und präsentiert ganz zum Schluss das Ergebnis, damit so viel wie möglich erreicht werden kann. Die ganze Aktion dann auch noch über die grenzdebile und hochformatige TikTok-Plattform abzuwickeln, war der Tropfen, der das Fass bei mir zum Überlaufen brachte. So, das war meine Manöverkritik an dieser schwachsinnigen Level-Nuller-Plauen-Aktion. Rainer und seinem Opferstatus wurde in Gänze in die Karten gespielt. Selten dämlich.